Guten Morgen. Wir gehen jetzt zum Bäcker. Meine Tochter hat noch mal frei. Ich muss schon arbeiten gehen. Und jetzt gehen wir aber gemütlich, wir beide frühstücken beim Bäcker. Das ist toll. Dafür ist Zeit. Meine Tochter ist verrückt. Die hat sich eine Schreibmaschine gekauft. Ich habe schon so viele Schreibmaschinen in meinem Leben entsorgt. Was natürlich in 20 Jahren betrachtet auch verrückt ist, aber ich musste jetzt eine Schreibmaschine kaufen. Und dann noch so einen riesen Klumpen, Olympia. So ein riesen, so ein Monster. Schön treffen. Halle. Oh. Nee, Doppel-L. Warte. Hallo. Gut. Bin ich sehr gespannt, wie lange das anhält, dass sie da mitschreibt. So, wir sind im Keller. Ich wollte mal den Profi bringen. Ja. So, warum geht denn das nicht los? So, was haben wir hier? Hier ist die Kette, nee, das Schloss in die Kette drin gekommen und hat alles auseinandergenommen, die ganze Narbe. Das muss man jetzt ausbauen und die Kette neu auflegen. Und den Zahnkranz wieder festmachen, das ist alles runtergerutscht. Hier. Das ist ein bisschen verbeult. Das mache ich ganz. Am frühen Morgen. Und meine Tochter baut auch an ihrem Rad. Sie baut eine Quietsche an. Quietsch, quietsch! Was ist das? Na, ich möchte mein Fahrrad selbst bauen. Wie meinst du denn das? Na, ein Fahrrad. Also ein ganzes Fahrrad ganz allein bauen. Aufbauen? Ja. Das geht doch nicht so schnell. Wenn du das zum ersten Mal machst, dann dauert das doch einen Moment. Eine Stunde. Eine Stunde. Ja, ich hoffe, nicht mehr ich in einer Stunde. Du aber, ne? Kann ich aber schon. Ich kann dir auch zeigen, dass ich einen Reifen selbst mache. So, jetzt brauche ich erstmal eine Zange. Das muss ich gerade biegen. Hilfst du mir dabei? Holst du mir eine Zange? Nuki, Nuki will das machen. Ja, ich geb dir mal das. Mach mal, gerade. Das hier? Ja. Nur gerade. Nicht mehr. Keine Hacken drin. Diese Schritt kriegt man nicht. Ja. Es klappt die ganze Zeit schon. Hallihallo. Moin. Bitte. Ich kann doch schon den Reifen selbst bauen.
So, wo kommt das jetzt hin? Ach, hier ist ja noch eine Macke. Hier ist ja nochmal kaputt. Nein, das ist auch so ein kleiner Mike. Hat schon verbogen, oder? Er ist verbogen. Ja. Der Rand. Da geht es immer so ein bisschen schwer. So. Besser? Ja. Und jetzt? Halt. Gibt's zwei Sachen? Nein. Erst gucken, was wir hier alles haben. Den? Okay. Den? Aber? Guck mal, warum das nicht passt. Guck mal, wie das aussieht. Guck mal, wie der Zahnkranz aussieht. Guck ihn dir nochmal an. Da hat das schon eine Bogen drin. Richtig. Und wo sind die hier? Wo sind die da? Hier. Okay, dann musst du das so fummeln, dass das so passt. Noch ein Stück. Ja, noch ein Stück weiter. Das nicht ganz, stimmt nicht ganz überein. Genau. Und jetzt? Nein. Der hält nämlich den Zahnkranz fest. Aber den mache ich rauf, weil das geht ganz schwer. Jetzt kommt das Rad erst eingebaut und dann kommen die Dinger drauf. Habe ich vergessen. Kein Problem, hast du ja noch nie gemacht. Deswegen zeig es dir, damit du dann bei deinem privaten Rad auch sowas machen kannst. Gut machen. Ja, jetzt kommst du hier an. Er ist falsch rum, andersrum. Upsi. Die Kratzscheibe muss da hin. Ja. Genau. Super. Moin. Was darf sein? Wir brauchen zwei Fahrräder für die Kinder, bitte zum Ausleihen. Mhm. Okay. Na, da passt ja schon ein großes, ne? Bei ihr? Ja. Mir passt so eins. Na, schau mal, guck. Schauen wir nochmal. Das hast du gut gemacht. Wunderbar. Und festmachen wir es gleich. Jetzt gucken wir erstmal noch zwei Fahrräder an für die Kiddies. Ja. Ist alles gut, das machen wir noch. Also, ja, in diesem Schubladen. Und erstmal brauchen wir auch diesen Tester, der hängt immer hier, den nehmen wir mit. Der piept ja immer, weißt du? Und hier sind die Glühbirnen, guck. Hier. Und wir brauchen die für vorne, für hinten, die hier. Ja. Der brauchen wir. Nehmen wir die mal mit und schauen mal, woran das liegt. Ja. Kann ich das alles machen? Kann ich das alles machen? Das ist sehr gut! Sehr gut! Genau, jetzt nehmen wir die alte Glühbirne da raus. Hier und schauen mal. Erstmal rausschrauben. Ja. Kriegst du? Ja, wa?
So, und dann testest du mal die Glühbirne, ob die funktioniert. Mit beiden so? Einmal einen da und einen da. Einen da an der Seite. An die Seite und einen auf die Spitze. Sollte funktionieren. Tja, dann ist schade. Aber wieso funktioniert denn das nicht? Tja, das weiß ich jetzt auch nicht. Mit einem Lederherd. Das ist ein Durchgangsprüfer. Wenn die unterbrochen ist, so wie jetzt, ist ja Luft dazwischen, funktioniert es nicht. Wenn leitende Stoffe dazwischen sind und einen Kreis bilden, das ist ja ein Kreis hier, ne? Das hier mit dem Kabel, das ist ja ein Kreis, wenn der Kreis ist unterbrochen, jetzt ist der Kreis zusammen. Und dann geht es durch die ganze Birne, durch den ganzen Draht und das heißt, der Draht ist ganz. Vielleicht probieren wir mal eine andere Birne aus. Vielleicht probieren wir trotzdem mal eine andere aus. Okay, machen wir. Gibst du eine andere Birne? So. Dann probieren wir mal aus, ne? Wenn die nicht funktioniert, dann müssen die aber funktionieren. Wollen wir die jetzt ausprobieren? Ja. Kannst du mal gucken, ob die richtig fest ist? Ja. Die ist richtig fest. Der ist so gut fest. Die blinkt. Die funktioniert. Gut, dann können wir schon mal anfangen. Das hast du gut gemacht, Manu. Wir haben einfach eine neue Birne genommen. Oh, schön. So schlimm. Nach oben richtig? Genau. Super. Kannst du noch mal testen? Testen? Das ist sehr gut. Wir probieren es noch mal aus, okay. Ja, blinkt. Funktioniert. Super. Auch die Aufgabe hat sich sehr gut gemacht. Du bist auf einem guten Wege. Weißt du, was die Nacht passiert ist noch? Was denn? Oder gestern am Tage, das weiß ich eben nicht. Irgendjemand hat mir einen Sattel geklaut. Ja. Guck hier. Sattel geklaut. Ey. Das ist gemein, oder? Ja. Ja, haben sie einfach aufgemacht, weggenommen. Aber wie kann man das? Ach so, ja. Also hat ja sowas. Genau. Aber jetzt. Wieso macht man sowas? Man kann die doch kaufen. Ja, ja, genau. Aber die sind ja... Diebstahl ist das. Das sind Diebe. Und ja, aber es ist auch teuer. Ja, ich muss jetzt den Sattel ersetzen. Ja! Kann ich das machen? Kannst du mir dabei helfen? Ja! Ja. Oh, ich bin eingesperrt. Achtung. Hm? Fahrrad. Was? Hinter dir. Oh. Achso. Ja. Moin. Ja, komm runter. Du hast mich gerettet, ich hab mich gerettet. Das hast du gut gemacht. So, was haben wir jetzt? Was brauchen wir dafür? Ein Sattel mit einem langen, mit so einem... Sattelstütze? Ja. Okay. Gucken wir mal nach unten im Keller, was wir da haben, ne? Willst du mal die Kamera nehmen und gucken,
Und den Leuten zeigen, wie du das machst. Kannst du mitkommen? Ich komme natürlich mit. Du sagst mir auch, wo sie sind. Genau. Das ist dein Anouk-Video für heute. Hier unten so finden sich die Sattelstütze. Und meines Erachtens gewesen wir eine, genau, wahrscheinlich so weit, oder? Was ist das? 29,4 nicht, nein, sondern das ist schlichtweg 29er. Hier, die. Igitt. Igitt? Na, nimm mal. Und dann nehmen wir noch einen Lappen. Machen die sauber. Hier. Zeig mal den Leuten. Und zack. Und sauber. Und sauber. So, was brauchen wir jetzt noch? Einen Sattel? Ja. Ein Sattel, wo man sich draufsetzen kann. Genau, den haben wir hier hinten. Wir suchen jetzt einen Sattel. Machst du das bei mir rein? Wie bei dir? Na, bei meinem Creative Room, was ich gemacht habe. Wenn du willst. Ja. Na, dann musst du es auch ordentlich filmen. Das ist der Sattel. Ja, das ist der Sattel. Das ist die Stange. Die macht man dann beide zusammen. Und Anouk zeigt jetzt mal, wie das geht. Genau. Dann brauchen wir noch ein bisschen Werkzeug und dann schrauben wir es richtig fest. Okay? Nuki, komm. Festgemacht. Ich bin fertig. Ich habe einen riesen Lolli. Mein Lolli. Ist schon fest. Aber wir müssen es jetzt noch festschrauben hier. Da. So. Entschuldigung. Jetzt muss es festgeschraubt werden mit einem 13er Schlüssel. Das ist 12. Ups. Genau. Mit einer Richtung habe ich schon die richtig. Was ist dein Daumen? Ja. Schnucki, du bist kräftig, ey. Okay. Warte, ich muss gucken, welche passt. Das passt nicht, sein Ding. Wir haben seinen Dieter Rossi gekriegt. Mann, oh Mann. Wie sind die? Wir brauchen eine 28,6. Eine 28,8, die hier brauchen wir. Genau die. Die habe ich genau dafür gekauft. Genau dafür habe ich die gekauft, weil die nämlich 28 hier. Oh. Na ja, 28,8. Okay. Weil nämlich 29 ist das eigentliche Maß, bloß irgendwie passen die 29er. Die backen sich fest, die kann man nicht einstellen. Wo ist der Dort.
gewohnt, ne? Ja. Was hättet ihr denn gerade angebaut? Ihr könnt ja noch einfach mal unten gucken gehen, unten rechts. Nee, brauchen wir nicht. Guck mal. Ich komme ja kein Stück weiter. Schwupps. Und weg war's. Siehst du? Komm mal noch weiter. Moin. Locker. Achtung, Finger weg. Ist ein bisschen klebrig jetzt. Achtung. Was brauchst du? Das ist das Fahrrad von meiner Freundin. Okay. Die hat hinten ein bisschen wenig Luft. Die hat die Vermutung, dass der Reifen hinten kaputt ist. Das war noch Bremsklötze vorne und an dem Tretlager. Aber vielleicht tut es ein bisschen Öl auf der Kette. Es geht ein bisschen schwer, meine ich. Tretlager ist aber fest. Okay, also da wird gestoppt. Dann einfach die Kette ölen. Die Kette ölen, okay, dann machen wir das. Super. Soll ich heute Abend mal vorbeischauen? Ja, kommst du heute Abend rum. Wann ungefähr? 6, 7. 6, ja, ja. Gut, bis später. Können wir jetzt bauen? Ja, das machen wir danach, dann gleich, nach dem hier. So, jetzt muss ich mal nicht zu Ende machen. Hab ich. Ja, Frau, was ist da los? Ich hab's hier. Hast du festgemacht? Ja, guck doch. Hier, nimm mal du. Nimm mal das. Ups. Sehr schön. Kann ich mal draufsteigen? Willst du testen? Ja, aber du haltest. Siehst du? Wunderbar. Fast. Nächstes Jahr. Okay? So schnell kannst du gehen. So schnell los. Hey. Super. So ist. Jetzt machen wir dieses Rennrad hier. Dann schauen wir mal, was brauchen wir jetzt? Jetzt brauchen wir erstmal einen kleinen Schraubenzieher, den mit dem blauen Griff. Den mit dem blauen Griff, den Schraubenzieher. Ja, genau. Dann muss man hier die Kappe lösen. Vorsichtig. Ja, genau. Hier ist es. Kappe. Jetzt brauchen wir, ach, diese Nuss natürlich noch. Ah, den Schlüssel, den brauchen wir auch noch von unten. Oh. In diese Richtung nach unten. Packen wir auch auf den Tisch? Ich weiß, was wir jetzt brauchen. Ja. No. Was müssen wir damit machen? Das füllt hier so rein. Ja. Und dann das hier. Ja, halt. Das wird so rum reingedreht. So, ja. Und dann kommt das andere in diese Richtung oder in diese? In diese Richtung. Ja, nicht weh. Jetzt wird's schwer. Ja. Ja. Ach Mensch. Jetzt geht's leicht, oder? Ja. Was? Ja. Kann ich es? Naja, ist ab. Achso, jetzt weiß ich. Das hier. Das hier ist so rutschig. Jetzt Richtung? So, guck, hier. So. Also, du setzt an und jetzt drehst du erstmal hier hinten. Ah ja.
Maybe. Engage you have. So, okay. Da steht drauf, Am nächsten ersten Hypnokurs kommst du mit. Ach, Mensch, Bubel, ich hab keine Zeit. Musst du aber. Denk mal an deine Mäuse. Denk ich den ganzen Tag. Spaß muss sein. Ja. Nicht doch. Nein. Fahrrad selbst bauen. Das schaffst du. Aber erstmal brauchen wir den Pulver. Das ist Pulver. Ist das einfach? Ich tu's rein. In die Mitte, sondern auf den Rand. Und auf den Rand. Zack. Nicht die Finger klemmen, sondern nach Möglichkeit. Ich zeig's ja immer. Ziehst du den hier und da. Geht aber schwer. Okay. Und zack. Okay, jetzt halt. Jetzt ist er drauf mit einer Seite, ne? Die Seite ist locker, die Seite ist drauf. Das ist doch überall so. Hier ist es auch. Oh. Ist nur die eine Seite. Nur die eine Seite ist dran. Wie geht das mit dem Schlauch? Den machst du erstmal das Ventil ab. Nehmen wir nach oben und dann von der Seite. Von hier? So? Ja. So. Rein. Und dann mache ich zu. So. So ein bisschen rein. Und dann kann man mit den Fingern gucken. Ich kann das zumindest. Das kannst du nicht, das kann Mama nicht, das kann auch viele andere nicht. Aber ich kann das auch ein bisschen rein. Das kannst du nicht. Meine Mama nicht, kann ich gucken. Andere nicht. Aber ich kann das, weil ich das nicht. Okay, dann zeig mal, mach mal hier. Weiß es mir. Genau, da, genau. Und jetzt drück, ich helfe mit. Ja. Schau. Das ist richtig groß. Gut gemacht. Jetzt? Ja, meine Tochter kann das auch.
Was ist denn das? Ich habe noch nie gesehen. Habe ich ja noch nie gesehen. Was denn? Rausgezogen habe. Ja, ein Drachenzahn. Was ist das? Das ist von der Gabel, der Pizza. Oh, der Plastikgabel. Ja, war durch. Der war drin, ey. Von der Plastikgabel der Pizza. Ach Mensch. Super schönes Wetter draußen. Anouk hat mir sehr schön geholfen. Jetzt ist es total ruhig, als wären schon Sommerferien. Wahrscheinlich, wenn ich das jetzt ausgesprochen habe, kommen sie gleich alle und rennen mir die Bude ein. Aber wir haben schön gearbeitet am Vormittag. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das hat Anouk sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es richtig toll. So, jetzt mal sehen. Jetzt ist es schon nach 17 Uhr, schon viertel sechs. Feierabendansturm ist eigentlich durch. Der beginnt um 16 Uhr bis 17 Uhr. Kam nicht inner. Super ruhig, super entspannt heute. Nicht mal der Müllmann kam und hat seine Tonnen wieder reingebracht hier, dieser Vorläufer, der die mal rauszieht für das Papier. Nicht mal der kam heute noch vorbei. Der hat sich auch gedacht, nee, ist so schönes Wetter, da mache ich mal ein bisschen am Strand. Leg mich mal hin. Vielleicht kommt da noch, keine Ahnung, aber. Ja, ich bringe die jetzt erstmal rein, weil wir haben hinten schon Müll wieder liegen, neben den Tonnen. Ja, bitte? Hallo. Hallo. I wanted to get a new tire. A new tire? Yeah, it's totally punctured. Big. Aber so hier kann man nicht noch nicht mehr fahren. Der ist durch. Also wenn man jemanden braucht, um Kugellager zu zerstören. Hey, nicht meinen Schlüssel. Wieso hast du meinen Schlüssel? Dann ist Lumen genau die richtige. Ich hab da die ganzen Kugellager fein säuerlich ordentlich hingepackt. Ja? Auf der Werkbank. Und sie klettert rauf. Und schüttet den Kugellager-Tod über die ganzen Kugellager. Riecht Sand. Alles voll mit Sand. Heißt du mich gerade? Skadi, das ist langweilig. Vor allem weißt du mich gar nicht richtig. Nee. So schön erzählt. Der Hagrid aus Zagreb. Sonst alles klar? Ja. No. Ist gerade der Gedanke gekommen, dass ich das nicht ewig machen will hier. Echt? Jetzt gerade eben. Jetzt gerade eben. Okay. Aber das erste Mal oder schon öfters überlegt? Das erste Mal. Echt? Wie ich das anstelle. Ja, wusste ich. Was denn das? Was? Das 21 Uhr, ey, kommst nach Hause, hast du noch alt? 22, 23 Uhr, bist du fertig, dann gehst du ins Bett schlafen, stehst du, gehst wieder in Art. Außer du bist mit 45, hast du viel Geld verdient, dass du dann arbeiten musst, ne? Das werde ich nicht mehr schaffen. Vor der Kamera müssen wir das machen, weil Dennis hat ein Paket mit dir drauf. Dennis ist da, hurra! Hurra! Schön, schön. Ja, so also ich nutze das Papier, das ist ja für dich, das kannst du nur aufmachen. Ich spiele einen Push ein in der Zeit und machst das Paket auf.
Das sieht ja aus, als wäre er mit Fußball gespielt worden schon. So ist dieses Esventura-Paket. Ja, genau. Hört sich kaputt an. Und da schreiben sie hier. So, Paket kam an. In Müggelheim. Ich bin jetzt schon total überrascht. Geht ja nicht auf. Schraubenzieher, ja. Der sieht doch gut aus. Ja. Ne Kabel! Hello, I love euer Märchenmann. Sich zöken. Sich zöken. Not happy? Na, dann können wir das doch. Können wir das doch gleich verlegen. Das wäre ich bin gerne vorbeigekommen, ich habe das Kabel auch da gehabt, aber da war ich ein bisschen kaputt. Oh, hallo. Das ist aber. Na? Gut. Das ist schön. Da mit recht noch, ja. Nachtschluss von offizieller Stunden Arbeit. Genau. Ja. Aber das kannst du nicht öffentlich machen. Ich glaube, so offiziell ist immer, das sieht so aus, als ich zu sein muss. Ja. Ja. Ich glaube, es ist ein Kompromiss zwischen die langere und die zu kleine Sache. Und auch die Preis ist mehr freundlich. Stativ ist gut. Oh, danke vielmals für den Stativ. Ich bringe es morgen oder heute, egal. Wir haben es zu Hause und es ist sehr gut. Aha. Wir haben ohne dieses Stativ, es wird scheiße mit unserem kleinen Scheißestativ. Also aha, vielen Dank. Für die, dann grillen ist auf mehr. Das ist doch gut. Hä? Was mache ich denn da, junger Mann? Ah, siehst du? Du verkuppelst die Fahrräder. Ah, das ist alles furchtbar. So. 100, 50, 200. Ah, das ist alles ungeordnet. 250. 250. Kommt gleich noch. Wie gewonnen? So, zerronnen. Leute, sehen Sie, was muss Tommy opfern für diese Kommunikation. Dann heute vielen Dank, wirklich herzlichen Dank. Jetzt kann ich noch etwas kaufen. Jetzt kannst du noch was kaufen? Ja. Jetzt sollst du nicht verhungern. Oh, wie schnell war der Tommy mit seinem Opinel. Dichtungsring. Ab! Oh. Da läuft aber nicht mehr. Da läuft nicht mehr. Da oben nicht, wa? Die Reihe trocknet auch ein bisschen traurig. Boah, was ist denn hier los? Auf den Arsch. Ja, super. Hammer. Und was kostet das? 60 Euro. 60 Euro? Machen wir 80 Euro.
80. Ich mach Feierabend. Ja, das ist doch gut, Mensch. Hier. Morgen kann ich nie reden. Eine Stunde. Also bis dann. Wir sehen uns morgen. Ciao. Tschüss.